Machen wir, nehmen wir, tun wir nicht, machen wir doch. Ja, machen wir. Prima. Prima, Bedima. So, seid gegrüßet. Und zwar. Ja, okay. Wir sind auf der Hof Bergmann, 1007 Beta 2. Ich wollte eigentlich gestern schon was aufnehmen, aber naja, bin ich halt nicht zugekommen. Es war ja zu viel Betrieb hier bei mir in der Hütte. Da ging das leider nicht. Einen kleinen Moment. So, Tschotele. Jetzt sollten wir wieder tontechnisch dabei sein. Ne? Moment. Ja, das kannst du aber schlecht überblicken hier. Das ist ja doof. Ja, alles klar. Alles klar, alles klar, alles bleibt, wie es war. So. Gut. In diesem Sinne, ne? Prost, Kaffee. Dann gehen wir zuallererst einmal. Ha, Nase läuft. Das ist das erste Neue. Ein Regal, kannst du Kisten reinstellen, was weiß ich. So, dann gehen wir hier zu den Hühners. Der Futterautomat hier ist weg. Mir hat er nicht, also mir hat er gefallen. So, ich fand ihn ganz gut. Nun ist er weg. Wasser ist klar. Und Denne, Katting, haben wir jetzt hier einen Futtertrock. Trock, ein Trock. Da denke ich, müssen wir da füttern. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Ich habe mir die Changelog ausgedruckt. Allerdings habe ich vergessen, dass ich die alten Dinger gar nicht brauche. Ich habe, ne? Das sieht man schlecht auf der Kamera, ne? Es ist ein bisschen dicker, das ganze Werks. Sind schon ein paar Seiten. Aber alleine die Changelog für die Beta 2 sind, warte mal eben, 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Seiten. 4 Seiten. Was der liebe Andi da wieder alles verändert hat. Ich weiß nicht, ob ihr den Stream am Freitagabend gesehen habt von der Snooki Snoo. Die hat ja mit dem Kevin zusammen, dem Efkonator, so ja eigentlich alles gezeigt. Genau. Gut. So. Also wenn hier irgendwas und auch und sowieso und dann müssen wir hier mal gucken. So, was der mich jetzt hier aufgehacken hat, weiß ich jetzt nicht so genau, die Hahn. Es ist ein Hähnchen. Ja, vielleicht übernimmt der Hahn die Begattung der Hühner. Ja, okay. So, das war das. So. Hier ist klar, ne? Ecke hier für Sägespänesäcke, Hefe. Kannst du abstellen, ist auch klar. Hier, das ist auch alle klar. So, den können wir ja schon mal. Übrigens. Ja. Der Dings hier ist auch neu, ne? Vorher stand der einmal unten auf der Erde, jetzt steht er hier oben. Hat er auch neu gemacht. Gut, so Backofen ist klar. Hier kannst du jetzt deine Körbe draufstellen mit dem Brot. Moment mal. Ne, hier waren die Roggenmehlsäcke. Und hier haben die Säcke gestanden mit den
Hackschnitzel, Holzhackschnitzel, so. So, jetzt kann sie halt die Körbe draufstellen, nehme ich mal an für das, also mit Dame Braut. Gut, das war dieses. Ich glaube, sonst war hier so nichts verändert. Der Reifen ist auch irgendwie nicht mehr der schönste, würde ich mal behaupten. Naja, lassen wir den da stehen. Ja, da drüben hatte sich nichts geändert. Ja, auch nicht. Den Kaufstil habe ich natürlich dahingestellt, ist klar. Das hier hinten habe ich alles gepflastert. Zusätzliches Lagersilo habe ich auch dahingestellt. Also das dürft ihr euch nicht dran stören. So, das ist auch alles geblieben. Das ist auch geblieben. Die Halle hier hinten, die habe ich auch abgerissen, habe ich eine neue hingestellt. Da steht ja sonst diese alte Holzhalle. Also das ist, was ich mal wieder verändert habe. Das Dach hier habe ich gemacht, ist klar. Die Überdecher hier an der Tankstelle habe ich dahin gemacht. Ich habe dahin gemacht. Edge. So, war hier oben noch was Neues? Das ist alle leer hier, ist auch klar. Den Futtermischer habe ich dahingestellt, ist auch klar. Die Maschinen sind keine Standard mehr, die habe ich auch alle ausgetauscht, ist auch klar. Dann gehen wir mal zur Molkerei, hier hinten zu den milchgedingsten Bumsten. Hier war doch auch irgendwas geändert. Muss ich mal eben gucken, ob ich das finde. Auf die Schnelle. So, Käsegestaltung, das gucken wir uns gleich an. Neuer Spielstand übrigens, ist klar, muss auch gemacht werden. Ne? Also, das ist schon logisch. Jetzt finde ich das natürlich nicht, ne? Ich meine, hier hatte nämlich auch was verändert mit dem Tank. Finde ich jetzt nicht so schnell. Das hat ja nämlich im Stream irgendwie noch gesagt, aber... Gut, wir gucken mal erst mal, gucken wir, hier bleiben. Stopp, stopp, stopp. Nicht abbauen. Die Change-Lock. Ging's gebumsten. Ja, sonst ist hier drin alles beim Alten. Ja, bleibst du wohl hier? Also ehrlich. Irgendwas dahin. Jetzt geht das wieder los. Ich glaube, ich brauche eine neue Maus. Die geht immer an und dann geht es wieder aus. Und dann ist, So, hier haben wir zwei Anschlüsse für jeden Tank. Da hat der Schlauchhalter angebracht. Die waren vorher auch nicht da. Gut. Die Tanks stehen hier. So, das ist jetzt... Ach, Entschuldigung. Zur Käseherstellung braucht man jetzt Lab. Das hier ist so ein Labkanister. Das lese ich euch jetzt vor. Ich muss aber erstmal. Oh, Entschuldigung, mein Gott. Meine Güte, nein, ey, immer beim Aufnehmen. So, Käseherstellung. Wurde etwas realistischer gestaltet, es wurde nun Lab hinzugefügt. Man benötigt etwas Lab, das kann man im Shop unter Verbrauchsgüter als 5 Liter Kanister kaufen. Bitte beachten, zur Herstellung von Käse wird nur wenig Lab benötigt. Mit einem Kanister kann man circa 10 Chargen Käse produzieren. Aufgrund der Tatsache, dass der LS keine Milliliter berechnen kann, ist die Füllmenge in Litern angegeben. Ein Kanister hat somit 500 Liter. Gott, oh Gott, oh Gott. Wandlagerregal in Käserei eingebaut für die Lagerung der Labkanister. Da oben. Seht ihr, da stehen schon welche. Also ich habe schon mal welche gekauft. So,
Spahnpunkt. Spahnpunkt für den Kanister er vor, links vor dem Tisch unter dem Wandregal. Nee. Also bitte nicht im Spawner stehen. Zwei dünne Schläuche draußen habe ich gezeigt, IBC-Tanks. Komplett neu gemacht. Diese befinden sich nun in einer eigenen Shop-Kategorie. Ja gut, du kannst ja, da zeige ich euch gleich noch. Anbauwerkzeuge findet man, den diversen Anbauwerkzeuge, Moment. Neue Shop-Kategorie hinzugefügt für LSFM-Anbauwerkzeuge. Dort findet ihr, Moment. Da müssen wir hier hingehen, ne? Da unten. LSFM-Anbauwerkzeuge, da sind sie. Dort findet man nun den diversen Anbauwerkzeuge unserer Hausmarke, einen neuen, verbesserten Big Pack Lifter, diverse verstellbare Palettengabeln sowie eine Universal-Hochkippschaufel für Front- und Kompaktlader. Man schaue, man gucke. Guckst du. Tete. Das ist Tete. Schweinestall am Hof umgebaut. Ja, da kannst du oben noch im Dachboden per Lift Big Packs, IBC-Container und Saatpaletten, Realistik-Saatpaletten einlagern. An der hinteren Seite des Stalles wurde ein weiteres Quaderbahnlager für Strohballen eingebaut. Die Funktionsweise ist dieselbe wie beim Lager für die über der Hofwerkstatt. Hinweise zum Lift. Vor Bedienung des Liftes sollte, um Schäden zu vermeiden, die Dachbodentür geöffnet werden. Yep. Zack, hier gehen wir mal raus. Was ist der? Das ist halt hier. Ansonsten, ne, würde ich sagen, wie gehabt. So, dann galoppieren wir mal hier runter. Das ist ja geblieben hier mit dem gedingsten, gebumsten. Jetzt fängt die Nase an zu laufen. Ich werde zum Hühnerhabicht, ey, das ist doch wohl nicht wahr. Und? So, guckst du hier, da oben. Jetzt muss ich mal eben. Ach, da ist er ja. Ich doof, Mann. Da sind die Bedienelemente. Da kommt da raus. Nur um Himmels Willen, wie geht denn die? So, da kommt da runter, zack, geht hier das Ding auf. Und dann kannst du hier deine Big Packs oder was du da oben einlagern willst, eben da hochfahren. Jetzt weiß ich noch nicht. Irgendwie musst du auch die Tür aufgehen, oder? Zeigt er mir nicht an. Die geht aber auf, das weiß ich. Ja, egal. Kriegen wir noch irgendwie. Wir fahren hier mal eben jetzt wieder hoch. Wie gesagt, normalerweise geht die Tür auch auf. Wir fahren hier mal eben rein. Okay. So, wenn ihr jetzt da einen Big Pack zum Beispiel draufstehen habt und fahrt den hoch, wenn er da reingefahren ist, ab einem gewissen Punkt spawnt er dann an der Seite und dann ist der eingelagert. Aber wieso kriege ich denn die Tür da nicht auf? Transportlift auffahren? Nee. Tor. Nee, das war das Falsche. Das war das Falsche. Ich versuche mal auf der anderen Seite. Das ist ja auch nochmal. Habt ihr was gemerkt? Habt ihr gerade was gemerkt? Mir ist das jetzt gerade just so aufgefallen. Ich lege den Kopf dahin und gucke auch noch oben, ich Ochse. Aber irgendwie geht das nicht auf. Warum geht das nicht auf?
Hier ist schon mal ein Schalter. Hier geht's. Okay. Habe ich den hier hinten übersehen vielleicht? Oder gehen die dann beide? Ja. Doofes Ding. Gefahr durch Clan. Hier ist aber nichts. Pass mal auf. Ich mache mal hier hinten. Das will ich doch jetzt wissen. Aufmachen. Jetzt gucken wir vorne mal, ob der auch auf ist. Nee, ist er nicht. Das ist aber doof. Zieh hier hoch. Ja. Mein Gott, das geht mir aber auf den Senkel. Nee, das ist ja auch nur für... Die geht nicht auf. Warum kriege ich denn diese Tür hier nicht auf? Dachbodentür öffnen. Siehste, lassen wir die mal auf. Okay. Also, genau, da oben war ja nochmal der Schalter, damit kann ich den Kran auch bedienen. So viel nur dazu. So, ich muss mal eben noch. Warte. Mal weg. Oh. Dann hängen wir hinter reinräumen. Mal eben zu der Kuhweide A, die kleine hier vorne. Hoppala. Er ist ganz schön schnell, der Flitzer hier. So, hier ist der Tisch für die Milchkannen. Quatsch, der hat ja hier gestanden. Der ist weg. Dafür kommt das jetzt hier in diese IBC-Container. Diese Hantiererei mit den Milchkannen fällt weg. Wer das weiterhin machen möchte, kann sich ja Milchkannen im Shop kaufen und die dann hier abfüllen. Aber ich finde das so besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ja doch ein bisschen in der Handhabung teilweise, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Jetzt muss ich mal eben zur Kornmühle. Muss ein bisschen Roggenmehl abholen, damit ich meine Bäckerei da so langsam mit Tock kriege. Und da muss ich dann eher noch Holzschrettetern und abfüllen. Damit ich, oder Hackschnitzel kaufen, da tue ich nicht, da ziehe ich nicht ein. Das mache ich nicht. Nö. Aufpassen, ob hier nicht irgendwo wieder so ein vermaledeiter Blitzer rumsteht. Ich habe gestern beim ersten Einrichten hier schon 3000 Euro nur an Strafmandate bezahlt. Und dieses Auto hier ist doch ganz schön scharf an der Nennel. Oder? Hallo. Irgendwie ging noch mal hinten der Eumel Dings auf hier, der Bums.
Ich verstehe. Dann mache ich das so. Kann ich noch mal gerne haben hier. Aus damit, weg. Schluss, aus. Entschuldigung, die 1000 Liter kippen wir eben doch da rein. Alle hüpf, alle hüpf, alle hüpf, hüpf, hüpf. Tada, da, Jockel. So, haben wir die erste Fuge schon mal da. Und warte mal eben, das muss man eben kicken hier. Ein Haufen Scheiß hier wieder drin, das ist ja. So, da ist mal nix. Ich weiß nicht, wo es jetzt ist. Dann suche ich auch nicht weiter. Denn das macht uns ja nicht heiter. Nee. Egal. Gott. Ah, ich weiß. Ich muss hier weg. Das ist da einfach unverschämt laut. Ihr konntet meinem Gedankengang jetzt nicht folgen, aber das ist auch ganz egal. Das war nicht so wichtig. So, das bringen wir jetzt erstmal bei Hoff. Der ist wirklich, der ist unheimlich schwer zu lenken, weil er so schnell ist. Man verliert da doch leicht die Kontrolle. Muss ich sagen. Und ich bin ja nicht so Raser, ich bin ja schon alt, ne? Ich bin ja mehr der Schleicher. Ne? Kennt ihr auf der Autobahn, ne? Hut auf, Zigarre im Mund. Hier Toilettenpapier, Rolle hinten mit dem Hut da oben drauf auf der Hutablage und dann auf der linken Spur mit 60. Ja. So. So diese typischen Rentner, ne? Weiß Bescheid. Zumindest früher war das so, ja. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Mein alter Herr hatte auch mal diese Klopapierrolle hinten auf der Ablage stehen. Fürchterlich. Und das Auto wurde nur gefahren. Oh, ich muss noch den Dings losmachen. Nur bei trockenem Wetter. Dann in der Garage. Und in der Garage wurde er dann noch abgedeckt. Damit da ja nichts rankommt. Und, na, bleib. Also ehrlich. Wenn er dann mal im Regen gefahren ist, dann wurde er in der Garage dann abgeledert. Also, das war ein Heiligtum, das Auto. Alle seine Autos. Aber so war das halt, ne? Alle 2 Jahre hat er das Auto hochgebockt. Und dann wurde er unten, von unten drunter mit unter Bodenschutz gestrichen. Der Motorraum wurde mit einer extra Farbe gestrichen. Ich sag's euch. Da hat er sich richtig Mühe mitgemacht mit der Kiste. Oder überhaupt mit seinen Autos, wie gesagt. So.
So, das war dieses. So, dann kommt der erstmal wieder weg. Okay. Hackschnitzel brauche ich hier ja noch, ne? Oh, geht jetzt schon wieder los. Ah, sorry. Meine Herren. Jetzt muss ich mir eben überlegen. Warte mal. Warte mal. Warten Sie mal. Auf der 1 ist Weizen. 2 ist Gerste. Wir machen mal die 1 platt. Und dann kann ich Hühnerfutter machen. Dann kann ich auch schon Hühner hinstellen. So machen wir das. Genau. Genau. Das Holz kümmern wir uns nachher noch. Genau. Was ich anmerken muss, und das könnte ich euch mal eben zeigen. Entschuldigung, ich muss da mal eben wieder raus. Dahin. Getreidelage her. So, hier das Silo ist auch weg. Also hier ist nichts mehr mit rückwärts reinfahren und die Anzeige ist weg. Jetzt hat er hier diesen Big Pack. Packer oder wie das Ding heißt, dahingestellt, also dahingestellt. Und das Silo ist jetzt hier. Ein Durchfahrsilo. Das habe ich selber hier hingestellt, oder das ist nicht von Andy. Weil ich habe den Global Company Mod mit drin und dann kann man sich hier suchen. Ne? Also das ist jetzt hier das neue Getreidesilo. Nur ich finde hier die Ecke, das ist ein bisschen. Wenn du hier mit dem Anhänger kommst und ein LKW mit Anhänger, dann wird das hier verdammt eng. Abgesehen davon, dass jetzt hier der Kreuzschläger steht, aber das wird verflucht enge. Ne? Also, vielleicht noch was dran ändern. Jetzt habe ich hier natürlich noch den Schweinefuttermischer hingepflastert. Aber wenn der Andi das hier umbauen sollte, vielleicht hat er ja ein Einsehen mit uns. Dass er sagt, hier machen die ein bisschen mehr Platz und die Laterne hier kommt ein bisschen weiter nach hinten oder ein bisschen mehr nach rechts und man kann dann hier weiter ausholen. Das wäre nicht das Schlechteste, finde ich. Dafür ist es ja eine Beta. Wir sollen uns das ja angucken und testen. Und das wäre also meiner Meinung nach ein kleines bisschen mehr Platz hier, sag ich mal, weil sonst. Mit der Maschine kommst du rum, ist kein Thema, aber der Anhänger, der schlürt dann hier über die Ecke, das ist nicht gut. Das macht die Reifen kaputt, weißt du? Verstehst du? So, jetzt muss ich wieder dahin einsteigen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da ein bisschen Weizen runterkriegen können. Mit Weizen soll man ja nicht geizen, habe ich gehört. Aber ja, wie ich das so sehe, haben wir die erste halbe Stunde im Kasten. Und somit sage ich hier an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Klar, ich kann euch in der Zeit nicht alles zeigen, das geht nicht. Und ich werde das weiterhin versuchen, euch das alles so weit wie es geht zu zeigen, was da neu ist und so weiter, aber das so mehr oder weniger im Spiel. Sonst kommt es ja auch zu nichts. So, den auch einklappen. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Und bleibt mir weiterhin treu, wa? So. Muss ich hier mal den Tempomat ein bisschen runterdrehen. Gut,
dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Bis dahin sage ich tschüss, euch einen schönen Tag. Ja, und macht das Beste draus. Bleibt gesund, ganz wichtig. Bleibt gesund. Ciao, ciao.